Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Berseria. Wir suchen jetzt erstmal wieder Eisen. Ja, der Reaper und den Reaper geht's einfach nicht. Fällt euch mal auf, dass alle unsere Charaktere entweder grimmig oder böse schauen. Grimmig, traurig, cool, grimmig, böse, wütend und hinterlässig. Also Rakur, Mann. Rakur ist awesome. Ja, Leute, wir haben beim letzten Mal Melchior zum allerersten Mal gesehen. Der Legat der Abtei und damit neben Arturus und Jigure einer der mächtigsten Kämpfer der Abtei. Hat uns mit einigen Illusionen getrickst. Er hat eine Illusion von Edna erzeugt, die irgendwie ein bisschen einen Eindruck hatte auf den werten Eisen, was ich jetzt nicht ganz verstehe. Er hat auch eine Kopie von Eifrit hier erzeugt und er hat dann seine eigene Malakim verwandelt in Wyverns, um uns zu bekämpfen. Ziemlich hinterlistig. Sevid uns die Geschichte erzählte, wie er und Eifrit sich kennengelernt haben, nämlich, dass er ebenfalls ein Sklave der Abtei war, was ich mir bei Sevid echt gar nicht vorstellen kann, und eben gezwungen war, Eifrit zu bekämpfen und sich nun ein wenig verpflichtet fühlt, ihn zu retten. Jetzt, wo der gute Melchior aber eine Kopie gemacht hat von der Waffe von Sevid, nämlich dem guten Siegfried, seinem coolen Revolver, wird Eifrit nicht mehr gebraucht und wir müssen uns beeilen und ihn nun zu retten. Deswegen gehen wir so schnell wie es geht zu von Eltir zurück. Doch davor eine gute Skit. Laffy said, may I ask you something? What is it? The girl with the umbrella from Lord Melchior's illusion. What is her connection to Aizen? I don't think he'd answer if I asked him myself. I don't know. I was wondering about her as well. She was pretty, wasn't she? Oh, so you like a girl who's cute, but with a bit of sophistication. Really? I thought his type was more like Shh! What's going on? We were discussing a delicate topic. Muffyset's first crush, if you must know. Oh. No, we weren't. We were just talking about the Umbrella Girl from the illusion. The Umbrella Girl? That illusion made Aizen hesitate. She must be really important to him. Indeed. It must be a deep, naughty relationship. Come on, now. Like, a wife he wants to leave, but he can never let go. Or a lover from whom he can't move on. No, that's too wild, and she's too young. Yeah, it's not that. What's more likely for a self-serving pirate is a daughter from a woman who only knows him by a fake name. Perhaps one whom he cast aside, or who cast him aside! And maybe she was somebody he couldn't marry for some reason. But when she died, he raised her daughter for her. He had been friends with her since they were children, but they only realized their true feelings after they had been married to someone else. Is this their idea of romance? In any case, beware of girls, Luffy said. Pass auf, Mann. Du siehst es an denen. Es kommt nichts Gutes dabei raus. So, schauen wir mal. Oh, Sieg, Sieg, Sieg. Nicht schlecht. Piratenflagge Mirage Crew. Nicht schlecht. Sehr gut, eine sehr gute Skit, Mann. Edna, wisst ihr, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, oh, und mein Gedanke ist nämlich, und das, ich bete, dass es nicht so ist. Es wäre so traurig, weil wir leider dann schon wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und zwar, dass Eifrit, er hat ja hier erzählt, hey, ich habe ein, so als Lüge hier, um, um hier Melchiors Täuschung auszuspielen, hat er hier erzählt, ich habe einen kleinen Bruder und so. Aber vielleicht hat er keinen kleinen Bruder, sondern eine kleine Schwester. Und wir kennen ja eine gewisse Edna, die einen großen Bruder hat, der sich ja in Zestiria in einen Drachen verwandelt hat. Die höchste Stufe der Bosheit, die man finden kann. Und schließlich dann, wenn man das gemacht hat und ihn bekämpft hat, weil es gab keine Heilmittel für ihn, ihn getötet hat. Ich befürchte, Aizen ist der große Bruder von Edna. Die Frage ist aber auch, woher er das weiß. Oder war dieser Wyvern Edna? Fragen über Fragen, aber ich bete, dass Aizen nicht der große Bruder von Edna ist, denn das wäre ganz schlimmer. Das heißt, er wird sich irgendwann mal in einen Drachen verwandeln und irgendwann wird er dann von Saray getötet. Hunderte, ja tausende, wann auch immer später. Wäre ich gesagt ziemlich traurig. Ich hoffe, dass es nicht so ist und dass, keine Ahnung, irgendwann anders der Bruder von Edna ist. Aber es würde so viel Sinn ergeben. Ich meine, sie sind beide blond.
Überlegt euch mal, jeder Charakter hat hier schwarze, rote, blaue, gelbe Haare. Aber wer ist bitte blond? Wer ist bitte blond von unseren halbwegs guten Charakteren? Ach, ich befürchte echt das Schlimmste, Mann, dass Aizen Ednas Bruder ist und irgendwann mal zu einem furchtbaren Monster wird. Und das wäre so traurig, Mann, weil das heißt, egal was wir mit Aizen machen, egal was wir mit ihm erleben, am Ende wird es daraus herauslaufen, dass er getötet wird. Und das hoffe ich nur wirklich gar nicht. So. Seht ihr es auch Level 31? Er levelt also mit, das finde ich aber gar nicht gut. Mit Level ist irgendwie mal doof. Zack. So, gegen Ogres kämpft er einfach so gern, man kann einfach so schön die ganze Zeit einfach seine Dämonen spammen, man. Fällt euch auf, dass Rokuro immer seine Attacke gegen immer die kleinsten Gegner einsetzt. Er setzt es nie gegen einen großen Gegner ein, immer nur gegen die kleinen Standardgegner. Alter! Ich vergesse immer, dass ich in meinem Dämonenmodus zwar... Hey, ich verliere Leben. Ich vergesse immer, dass ich da nicht unbesiegbar bin. Ich krieg da immer ziemlich Schaden ab. Ich werde zwar nicht mehr zurückkommen, was ziemlich geil ist. Aber ich vergesse immer komplett, dass ich da immer übel viel Schaden bekomme. Come on, really? So, da, da. Komm her, Oggi. Oggi! Hau mal gleich raus, Mann. Gegen Ogres kämpfe ich einfach zu gerne, Mann. Ah, oh, oder auch nicht. Jetzt läuft's nicht so gut. Gerade liegt es so gut, Mann. Jetzt bekomme ich aber keine Seelen dazu. Oh. Wegen. Sehr schön. Danke, Oggi. So. Habe ich mir hier schön von hinten an den angeschlichen. Hey, jetzt werden sie noch ein paar viele Ogres, oder? Bilde ich mir das gerade ein. Komm. So. Naja, man hält so durch. Ich bin eigentlich gerade ziemlich verwirrt und ich befürchte, dass irgendwas Schlimmes auf uns zukommen wird. Das Schlimme ist, wir sind immer so kurz davor, dass so ein richtiger Showdown kommt und dann verziehen sich immer alle, Mann. Das treibt einem immer echt hier die Spannung voran. Weil man ist immer so dramatisch, oh mein Gott, Melchior, Mann. Und dann kämpfen wir nicht gegen Melchior, Melchior halt auch, Mann. Oh, Zavid ist da, Mann. Es kommt sogar im großen Showdown mit Zavid, Mann. Ja, er sagt, nee, kein Bock auf euch. Aber ich meine, Zavid ist im Endeffekt dann immer unser Feind. Er ist zwar unser Verbündeter in Spee, aber er ist halt nicht mit unseren Methoden vereinbart. Ich kann es immer noch nicht klar, Mann. Zavid ist nicht damit, kann sich nicht damit abfinden, dass wir Malekims töten. Vielleicht ist es Zavid, es ist Terry einfach komplett anders, Zavid, Mann. Vielleicht sind sie einfach nicht dieselben, vielleicht ist es sein böser Zwilling, also sein, ja doch, sein böser Zwillingsbruder ist es in Terry, Mann. Anders kann ich mir das langsam nicht mehr erklären, Mann. Sie sind schon echt ziemlich unterschiedlich. Nun gut, darüber machen wir uns mal anders Gedanken. Endlich haben wir es zurückgeschafft. Diese blöde Flasche bringt einem gar nichts. Aber langsam habe ich auch keine Lust mehr. Ich bin jetzt so fünfmal hier hin und her gelaufen. Jetzt mal einen neuen Hafen wäre nicht schlecht. Aber davor unterhalten wir uns erstmal. Now what are we gonna do? What's wrong? This dog came up with a book in its mouth. Here, take a look. Huh. It looks pretty old. I've never seen this kind of writing before. It's not ancient Avarost, that's for sure. Part of it looks like a chronology, so maybe it's a history book? If I were to guess, I'd say they're Meliodasian characters, which would peg it at about 2,000 years old. It's more recent than Avarost, but the writing has fallen completely out of use. All kinds of notes are written throughout the book, too. Someone must have been studying it. If it's research material, that might make it Videl's book. Videl? Who's that? He's a weird kid who's way into studying history. He lives at the inn. Could you maybe deliver the book to him for us? We were told not to get too close to him, so... Yeah, sure. I guess.
Das können wir noch machen, Leute. Inn war jetzt eigentlich die andere Station, wo ich hingehen wollte. Um dort mich zu chillen. Und zum anderen auch mal hier wieder zu Kräften zu kommen. My book! My book! Where could I have left it? Are you Videl? Is this yours? My book! Oh, that book is super important to me. Thank you. I'm Lafayette. I hope you don't mind that we flipped through some of it. Can you actually read Meliodasian script? You recognize Meliodasian writing? That's unusual in this day and age. Oh, it's not that big of a deal, really. When I grow up, I want to be an adventurer who travels the world and explores lots of ruins. So to make sure I'm ready for anything, I've been studying ancient history, starting with the Era of Darkness. The Era of Darkness? You're referring to the Dark Period, right? Right. Almost no written records from the age have survived. But if you compare the history before and after, you can tell something major must have happened. Wow, that's fascinating. I know! Look at those two. All worked up over an old book. My little brother was just like that too. Luffy and our brother used to. We've received reports of suspicious persons in the area. Have you seen anything? Not good. They're on to us. Quickly, hide in my house. Videl, have you seen anyone suspicious recently? Sorry, sir. I've been absorbed in my book. That's all right. Thanks. Look, I know it must be tough living alone with your mom. Just remember, your father's a praetor. He's out there fighting to protect us all. Keep your chin up for his sake at least, all right? Uh-huh. Thanks for your help, Videl. Videl, your father is an exorcist? Yeah, he is. But don't worry, I won't say anything about you and your friends. I'm your friend too. Really? And to prove it, I'll let everyone in on a big secret. This book tells you how to make an Omega Elixir, an incredibly ancient and powerful medicine. If I'm reading it right, you need 5 ingredients in order to create the elixir. I've only translated 1 of them so far, but I'll tell you what it is. That's really nice of you, Videl. But I don't have any way to repay you for this. Oh, please, think nothing of it. I'd just like it if you came and talked with me again sometime. Of course. What are friends for? The Omega Elixir. That's an ancient medicine said to be able to cure any disease. But it was my understanding that no samples or recipes survived the Era of Darkness. Meliodasian script was used prior to the Era of Darkness, so I guess it's possible that Videl's recipe might be legit. He's just a kid. I don't know how much we can trust his translation. You saw his notes. I doubt many adults could even get anything out of that book. He might be onto something. Kids are more capable than we give them credit for, especially where their interests lie. I think we can trust Videl. Luffy used to read books intently like that, too. Furthermore, couldn't a hypothetical Omega Elixir be quite useful to you, Velvet? Lafayette, you look like you really want to track down those ingredients. Yeah, I do. Personally, I don't really care. But if you want to look for them, I won't stop you. Okay. Okay, 5 Zutaten müssen wir finden, damit wir ein Omega-Elixier herstellen können. Das Omega-Elixier sollte man ja kennen als das beste Tails-Item überhaupt. Heilt die komplette Party voll. Und halt alle Statusveränderungen
mit Abstand das Beste, was es gibt an Items. Sollte man ein, zwei vielleicht immer dabei haben. Fällt mir gerade auf, in Tales of Systera gab es das nicht. Macht sogar alles Sinn, Mann. Sachen gibt's, Mann. Hoffentlich können wir uns herstellen, Mann. Das wäre ziemlich cool. So, dala, aber darüber machen wir uns irgendwann anders Sorgen, denn jetzt will ich erstmal so von Eltia. So, lauf. Rakero. So, speichern wir noch einmal und dann geht's wieder raus hier. Ich fand's jetzt zwar ganz schön, aber wir waren jetzt doch hier ein bisschen sehr lang hier in Rinnie. Erst hier das mit der Blume zu finden, jetzt hier dann die Geschichte mit Melchior, Mann. Wir brauchen Action-Abenteuer. Oh, irgendwie sind hier ein paar mehr Legaten als beim letzten Mal, oder bilde ich mir das jetzt ein? Nicht Legaten, aber hier Abteilmitglieder. Sollte man es vielleicht ein wenig zurückhalten. This big storm came and swept me out to a class 4 island. And let me tell you, it's as bad as the rumors make it sound. I wanted to just wait it out in a shipyard somewhere, but then the water turned all gooey. Then I had these jellyfish things coming onto the deck, and before I knew it, slugs were swimming around in the damn ocean. Wouldn't the salt in seawater mess up a slug? Yeah, that's what I thought too, but these weren't no sea slugs neither. It was scary. I'll tell you that much. You want my advice? Stay the hell away from that island altogether. But if you do go, watch out for that gooey stuff. What did that pirate mean by class 4? I've never heard of that. It's a classification the Abbey uses to help inform their strategy, an estimation of how well they've been able to manage the demon outbreak in an area. Administrative zone classes 1 through 3 have been assigned a suitable contingent of exorcists to guarantee the population's safety. So, class 4 administrative zones are ones that are still unsafe? In a perfect world, the entire kingdom would be protected, but there's just not enough manpower to go around. The Abbey doesn't send exorcists to remote areas and far-off islands. Instead, they avoid casualties by making those areas off-limits. But that pirate mentioned he'd come close to an island. Are those policies actually enforced? They send out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want, but no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 administrative zones? I've heard of 10 such regions in my time working as an inspector for the Abbey, but I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandoned this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Demons! There's more of them! A whole band of them rampaging through Warg Forest! There was already one dangerous demon in those woods, and now we have more! And they're still on the loose! A lot of exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an exorcist, I'd lay down some justice, I tell ya. At the end of the day, it's not the demons or the exorcist that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about. Thanks for the warning. First mate! You're all right! Sorry to worry you. And the captain? It turned out to be a fake. But now I know the real one's still alive somewhere. Well, of course he is. Not that he has a lot of time left. What do you mean? Calm down. I'll explain later. Aizen! You stay calm too, okay? And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir,
The sickness was tiny potatoes. All right, then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. The Pirate's Creed, huh? There's worse out there. Abweichlerviertel, Verwaltungszone Klasse 4. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier hinzugehen, aber begib dich zum südlichen Herrschaften hier selbst. Ah ja, stimmt, wir haben ja eigentlich immer noch was ganz anderes vor. Wir wollen ja eigentlich hier immer noch die Freundin hier von der guten Eleanor finden. Spürt ihr das hier? Ist irgendwie so ein Druck oder so? Ganz merkwürdig. Ich habe so das Gefühl, wenn wir da hingehen, dass wir vernichtet werden. Was da auch immer kommt, Mann. Wollen wir es versuchen? Ich habe halt echt keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ja, ausprobieren können wir es ja mal. Ist das der Lord? Ey, der ein Riss in eine andere Welt, Mann. Der Lord des Unheils oder sowas kommt doch jetzt, oder? Okay. Is that a fighting arena of some sort? I don't see any demons around. Look! There's something spewing out of the middle! I sense a really malicious force emanating from it. It's probably the vengeful spirits of those who fought and died here looking for glory! Thanks for that. Now I've got goosebumps. Let's try not to wind up as more vengeful spirits. Okay, einer Level 28, der Rest, ehrlich gesagt, ziemlich schwach. Okay, also im Endeffekt eine Fighting Arena. Wir müssen Gegner bekämpfen und umso billiger auf den... Ja, sehr schön, Luffy. Und umso mehr Gegner wir besiegen, umso stärker werden die Dämonen und irgendwann werden da wahrscheinlich die Nonplusultra-Dämonen kommen. Ist aber aktuell zumindest nicht akzeptabel, aber ich muss aufpassen. Welches Level seid ihr? Level 8. Eine Kombination aus super schwachen Gegnern und halt okayen Gegnern. Okay, ihr seht schon ein bisschen stark versteckt aus. So, komm und den Elektrokugel. Sehr gut, Velvet. So, oh Leute, Mann, da kommt eine geile Musik hier im Hintergrund. Okay, diese ekligen Fleischer. Aber kein Special-Gegner, oder? Wieso soll ich da in meinem Special-Mode sein? Level 10? Ja, Leute, Mann, das ist irgendwie nicht so eindrucksvoll. Okay, da kommt jemand, der Artis raus hat. Das ist nicht so gut. Hier. Ah, genau sowas will ich haben, Mann. Haut so eure Attacken raus, Mann. Ich bin gerade ein wenig enttäuscht. Ich dachte, ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn da jetzt einfach ein so richtig starker Dämon gewesen wäre. Okay, eigentlich. Vielleicht überhaupt nicht, Mann. Der wird wahrscheinlich dann am Ende erst kommen. Ich bin noch kurz meine Punkte aufladen. Wäre noch nicht stärker vom Level. Das ist schon mal gut. So, um den kümmere ich mich. Ihr kümmert euch um den anderen, bitte. So, okay, sehr gut. Du langweilst mit deiner Art, weißt du das eigentlich?
Alafi setzt gerade ein mystischer Artis eingesetzt und zwei Sekunden später setzt er schon wieder das nächste mystische Artis rein. Respekt, Junge. So. Komm schon, jetzt haut's den Boss raus, Mann. Wir sind ja gar nicht überlevelt, ich meine, jetzt ernsthaft, Mann, die sind doch alle so Level 28, wir sind so... Dafür kriegst du Ärger, Mann, dafür rechne ich nicht. Wir sind alle so Level 30, also richtig überlevelt sind wir nicht, muss man schon mal so sagen. Vielleicht kämpfen wir einfach so gut. So, ja, so die Flammer. Komm schon, meine alle, ey, tschüss. Der kommt einfach über, Mann. Okay? You two are so cool. War easy, Mann. 13.378 Schaden. Nicht schlecht. Das ist ein gutes Pärchen. Alle wurden besiegt. Venites Virtuosen. Gestattet es durch Drücken von Angriff während der Abwehr. Okay. Looks like we won't be joining the party. I can see why this place is the stuff of cautionary bedtime stories. Not to mention why the Abbey's keeping way the hell away. We shouldn't let our guard down. But this place could still be a good chance to hone our combat skills. Indeed. Most everything we've fought here seems to follow a pattern. This is a good place for tactical training. If we ever end up on another island like this one, we should probably come prepared for the kinds of enemies we'll face. Spawnen da jetzt neue Feinde oder sind es dann wieder dieselben? Kommen jetzt neue, oder? Ja, das Problem ist, weil die da hier so schön hinterherreden. Was habe ich davon, wenn ich keine Erfahrung bekomme? Jetzt mal ganz ernsthaft, Mann. So. Muss jetzt erstmal hier wieder was Leckeres zu machen. Genau, Piratenfischplatte mit 10 KP mehr Leben. Velvet macht das natürlich. Und jetzt geht's weiter. Boah, enttäuschend. Ich hätte mir dort ein bisschen was Cooles vorgestellt. Nun gut, Leute. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play Tales of Berseria. Bis dahin, haut rein und wir sehen. Ciao.